So, hallo, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Es ist insane, was hier abgeht. Letztes Mal haben wir hier, wo ich dachte, okay, das wird halt für den Tempel wichtig sein, dass hier hochkommen. Aber sonst ist hier nichts Brauchbares versteckt. Jetzt finden wir hier eine Karte nach der anderen und wir haben sogar einen Segen der Weisen gefunden. Passenderweise war das unser letzter Segen der Weisen und deswegen. Ist da auch schon eine Truhe? Ach nee, da kommen wir her. Oh, lol, und da unten ist so ein Ding. Okay. Was wollte ich sagen? Passenderweise haben wir. Oh, ich muss hier fliegen. Okay. Oder muss ich? Schießt jetzt automatisch immer wieder. Okay, einmal schießt er. Schießt er mich alleine nicht? Okay, geht nur mit Flugzeug. Alles klar. Hui. Ja, wir springen ab. Danke für das kurze Taxi. Ja, was wollte ich sagen? Wir waren ja jedenfalls wegen dem. Moin. Wir waren dann jedenfalls wegen dem Segen im Dings, hier, weißt du schon? Im Spähposten und haben da das abgegeben, haben dann rausgefunden, was der Segen macht und haben dann noch rausgefunden, dass wir längst mit Dings hätten quatschen können. Mit hier der Kollegin von Pura. Hätten wir längst quatschen können, weil wir da dann neue Sonau-Bauplatten bekommen haben. Und was war dann noch eigentlich? Da war noch mehr Zeug. Da ist richtig viel Stuff bei. Jetzt liegen hier schon wieder so viele Sonau-Waffen, Mann. Aber ich kann nicht alles mitnehmen. Okay, hier ist nichts. Wir gehen einfach weiter hoch. Wir gehen einfach weiter hoch. Ja, also jedenfalls ist dadurch ganz viel Stuff passiert, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Was halt voll cool war. So. Beste Zusammenfassung ever. Ah, ich muss hier rüber. Okay, alles klar. Sehr schön. Darüber, darüber, da am Ende hoch. Okay. Ja, also es hat sich brutal gelohnt, hier lang zu gehen. Und wir haben dadurch auch erfahren, dass es in Hateno dann noch was Neues für das Pura-Pet gibt und so weiter und so fort. Also es ist, hier ist richtig was geboten. Hier ist richtig was geboten. So, was ist hier drin? Das meine ich! Das meine ich! Wir kriegen. Ey! Was ist das hier oben für ein Gebiet?
Genau das meine ich. Wie krass ist das hier bitte? Ich muss hier echt aufpassen, dass ich alles finde. Weil das ja dann eben nicht nur fürs Fortkommen wichtig ist, sondern das sind ja allgemein wichtige Sachen. Holy shit. Genau davon rede ich. Genau davon rede ich, von diesen ganzen Truhen, die hier, das ist ja der Wahnsinn. Das ist wieder so eine Monstertruhe. Sehr schön. Wer fehlt denn jetzt noch? Ach, der Kollege da oben. Nice. So. Aber, da wir eh gerade mit so einem ganz Billo-Bogen kämpfen. Weg damit. Weg damit. Guck mal, ich nehme die ganzen starken Bögen nicht mit, weil ich hier so Billo-Bögen in meinem Inventar habe. Das ist natürlich Schwachsinn. Na? Bruder! Gebt euch das, womit wir aktuell kämpfen. Wir haben nur krasses Zeug. Genau, und weil wir nämlich dann im Dings waren, das habe ich noch gar nicht in der Zusammenfassung erwähnt. Muss ich auch nicht, weil ihr habt eh den Part geguckt. Aber irgendwie ist mir danach. Weil wir im Spähposten waren, habe ich auch gleich noch Crocs wieder abgegeben. Und deswegen haben wir jetzt einen Waffenslot mehr und einen Schildslot mehr. Alter, es ist insane, was man hier alles kriegt. Ich komme echt nicht auf mein Leben klar hier. Okay. Einmal Taxi bitte zurück. So, dass ich hier alles finde. Okay, hier ist klares Wasser. Keine Ahnung, ob das noch irgendeine Bedeutung haben wird. Ach so. Hier ist so ein Ding. Aber wofür? Aber weiß jetzt nicht, wofür der gut ist. Hier sind ganz viele solche Dinge. Wo kam die Blubberblase eigentlich her? Wir müssen da irgendwie rüber. I see. Jetzt verstehe ich, was ich machen soll. Jetzt verstehe ich, was ich machen soll. Okay. Putzt das schon? Hui. Ja, doch. Doch, es sollte. Doch, es erfüllt jetzt. LOL. Also, es erfüllt den Zweck. Und ich sehe schon wieder eine neue Truhe. Was ist jetzt hier drin?
Ich kann nichts mehr tragen. Ich hab. Guckt euch das an. Ich habe nur noch krasses Zeug. Ich muss die liegen lassen. Ich muss die liegen lassen. Das hilft nichts. Schnell. Ja, wir schaffen es. Perfekt. Ich muss die liegen lassen. Es hilft nichts. Junge, es... Okay. Ich hatte schon so Angst, dass da wieder was drin ist, was ich nicht nehme. Ich hasse es, wenn ich Truhen nicht mitnehmen kann. Ich hasse das. Aufgrund von irgendwelchen Limits, die das Spiel setzt. Okay, die habe ich noch nicht. Ich habe gerade bewusst gedacht, ich muss doch noch die fotografieren. Siehst du? Zack. Haben wir sie. Sehr schön. Ah, wir bauen uns ein Flugzeug. Oder? Ja, wir bauen uns ein Flugzeug. So, da haben wir einmal den Kollegen. Dann haben wir hier die Dinger. Und schon kann man es zusammensetzen. Let's go! Und jetzt können wir noch zusätzlich, damit es auch losfährt... Aber noch so einen Wagen nehmen und das drunter setzen. Das gehört nämlich noch dazu eigentlich sogar, sonst fährt es ja nicht los. Also ich habe ja hier keine Schiene wieder. Wenn ich hier eine Schiene hätte, wäre es ja anders, aber so kann ich es ja nicht starten. Okay. Schauen wir, ob es funktioniert. Ich bin gespannt. Ist hier noch irgendwas spannend? Oh, hier wären noch solche Dinger. Solche Schwebesteine wären hier noch. Das ist auch nicht verkehrt. Aber es sollte jetzt funktionieren. Let's go! Hui! Und hoch, 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 hoch. Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Dankeschön. Ja, hervorragend. Also, das hat ja astrein funktioniert. So, Mister, wir teilen uns auf. Ja, guck nicht so. Wie haben wir uns denn aufgeteilt, ha? Ich bin alleine diesen Weg gelaufen. Ja. Warte, kann ich eigentlich gleich mal deine Lanze fotografieren? Yes. Sehr gut. Und das heißt, wir kommen jetzt... Das ist es, das war's. Wir sind oben. Wir kommen jetzt in den Wassertempel. Ja, let's go. An was für einem wundersamen Ort wir hier doch gelandet sind. Da ich nun so viel leichter bin, bin ich beim Hinaufschwimmen der Wasserfälle etwas übers Ziel hinausgeschossen. An einem unbekannten Ort wie diesem sollten wir vorsichtig sein. Link, pass gut auf dich auf, wenn du weitergehst. Habe ich dich jetzt endlich wieder dabei, ja? Okay. Ui. Oh Bruder, der ist ja, was bist du denn für einer? Kennen wir uns schon? Gamma Elite Konstrukt, oha. Alter. Der ist ja crazy drauf.
Keine Chance. Ja. So, mit dem hätten wir den Meeresboden aufgewischt. Los, Link. Rasch weiter, sonst setzen wir noch Seepocken an. Ja, aber erst will ich die Sachen von ihm haben. Mächtiger Konstruktbogen jetzt. Let's go. Und Schwert mit Sonau-Schwert. Der ist auch wieder richtig kreativ gewesen. Schwert mit Sonau-Schwert, alles klar. Okay. Dann hoffe ich, jetzt haben wir hier alle Truhen mitgenommen, die man hätte mitnehmen können. Also das war ja echt richtig krass, was man hier alles finden konnte. Das war ja richtig insane krass. Ja, dann ab in den dritten Tempel. Wie mir scheint, fließt der ganze Schlamm in Fällen von den Ruinen über uns herab. Was bedeutet, dass sich die Quelle des Problems irgendwo dort oben befinden muss. Link, das müssen wir uns unbedingt anschauen. Bist du bereit? Abflug. Yes! Okay. Level Nummer 3. Von 4. So, welche 5 Sachen sind es diesmal? 1, 2, 3, 4, 5 Statuen. Ja, moin! Und in alle muss wahrscheinlich Wasser nachher reinfließen. Und dafür müssen wir irgendwelche Schalter vom Schlamm befreien. Weil das die Fähigkeit von Sidon ist. Und hier ist dann der Endkampf. Das ist jetzt schon klar. Das ist jetzt schon offensichtlich, dass hier der Endkampf ist. Okay. Gut. Und der Endkampf ist ein Schleimmonster. Auch das ist jetzt schon klar. Was für ein fantastischer Ort und allein die Vorstellung, dass er über unserem Dorf am Himmel schwebt. Link, schau nur. Das ist der Ursprung des Schlamms, überhaupt kein Zweifel möglich. Was immer es auch sein mag, wir müssen es irgendwie aus der Welt schaffen. Ah. Ja, alle 5 sind nicht an. Es ist nur 1 an. Das reicht nicht. Ja. Das ist die Lösung. Schau da oben, Link. Wir müssen lediglich dieses Wasser zur richtigen Stelle leiten. Lediglich. Dann machen wir das doch und dann ist alles cool. Easy. So, das war's. Wir haben es geschafft. Hurra! Ah, blöd. Ist nur 1 voll. Reicht leider nicht. Funktioniert nicht. Aber du hast es doch auch gesehen, oder Link? Dieser Mechanismus hat etwas bewirkt. Nur reicht die Wassermenge nicht. Ja. Ja. Wie sie immer Hilfe brauchen von Sachen, die offensichtlich sind. Geliebter Nachkomme. Hier entspringen die reinen Wasser des Dorfes der Soras. Nutze deine Macht. Und öffne die 4 übrigen Speier, damit sich hier genug Wasser sammelt. 4 Stück. Let's go. Ich weise dir den Weg. Nur 2 Stockwerke, okay. Hä, das ist doch dann voll kurz. Oder? Und das ist größer, als ich denke. Ja. Ist doch dann eigentlich voll machbar. Komm, wir starten gleich mal mit so einer Blubberblase hier. Nein, können wir scheinbar noch nicht. Schade eigentlich. Starke Sonanium-Oha, okay.
auch interessant. Wie lange behalte ich eigentlich diesen Wasserschild? Ich meine, kann ich mit dem ganz normal kämpfen, bis ich dann mein Wasser sozusagen löse? Ich denke ja. Oh, meine Elite-Lanze zerbricht gleich. Ja, komm, weißt du was? Dann machen wir die halt mal gerade kaputt. Dann können wir die starke Solarium-Lanze mitnehmen. Hier ist noch eine. Dann fotografieren wir die mal gerade. Und dann können wir uns ja was Neues bauen. Dann können wir uns ja gerade was Neues bauen. Ist es schon nach Typ sortiert? Hier nach Typ, nach Typ, nach Typ, nach Typ. Danke. Da sind wir zu Hause. Ich meine, ich könnte jetzt halt gleich die richtig krassen Sachen daran packen, aber die hebe ich mir lieber mal noch auf. Wir nehmen das hier. Wir nehmen das, wovon wir am meisten haben. Nein, ich habe es wieder eingesteckt. Ich habe es wieder eingesteckt. Jetzt. Nice. Okay, so. Die Dinger gehen halt noch nicht hoch. Die kommen da raus, aber sie gehen nicht hoch. Na, dann starten wir halt erstmal den Weg, den wir hinkriegen. Vielleicht muss man denen erst irgendwie Schwung geben oder so. Keine Ahnung. Den Weg hier können wir auf jeden Fall gehen. So. So. Okay. Oh, Bruder. Wo kam der denn jetzt her? Das war frech. Meine schönen Feen, ey. Meine schönen Feen kriegen immer voll auf die Mütze. Da ist noch einer. Ich weiß nicht, was er getan hat, aber er hat irgendwas Krasses gemacht. Scheiße. Was hat er getan? Was hat er getan? Der hat irgendwas richtig Übles gemacht. Aber diesmal weiß ich, dass der andere noch kommt. Und diesmal verliere ich meine Fee nicht. So, Nummer 1. Und da kommt nämlich der andere, der mich von abgeschossen hat. Mist. Ja, diesmal hat er mich nicht abgeschossen, aber meine Fee ist trotzdem weg. So, und was hat der Typ da drüben jetzt Krasses gemacht plötzlich? Was hat der für eine Waffe gehabt, das mich so weggefetzt hat? Was hat der da für eine Waffe, dass es mich so weggefetzt hat? Keine Ahnung. Nein, mein Loot. Wobei, doch, ich glaube, ich krieg den Loot, wenn er runterfällt, ne? Krieg ich den Loot dann irgendwann? Schade, ich dachte, ich krieg den Loot irgendwann. War wohl ein Irrtum. Oh.
Wir müssen das bestimmt hier vom Schleim befreien. Auch jetzt traurig dauert das 3 Jahre, bis der Mann sich aufgeladen hat. Das denn? Ah, shit. Mann, ich will... Das gibt's doch nicht. Kann ich das so auch aufmachen? Ah, sehr schön. So, kann ich den bewegen? Ach, da kommen Wasserblubberblasen raus. Ach so, ups. Okay, aber ich kann die Kugel bewegen, auf jeden Fall. Die Frage ist, wohin soll die Kugel? Ich könnte mir denken, dass die Kugel mit dem Ding da irgendwie hoch soll. Also fahren wir jetzt halt mal mit hier. Fährt die jetzt mit? Okay, sehr gut. Das sieht doch schon mal nicht komplett verkehrt aus, wenn die Kugel da mitfährt. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Da oben ist eine Truhe. Da komme ich nicht ran, ne? Nee. Zumindest nicht von da. Okay, dann fahren wir mal der Kugel hinterher. Nein, nehme ich mit. Ach Mann. Jawohl, die Kugel muss da rein. Okay, sehr gut. So, jetzt komme ich von hier darüber. Wehe, die Trickkiste ist nicht wichtig. Irgendeine Waffe, die ich nicht brauche oder sowas. Okay. Da wir einen Platz noch frei haben. Ah, ich sehe gerade, wahrscheinlich hätte man hier auch Wasser los. Ja, ich hätte das auch. Okay, ja, ich verstehe. Ich hätte das auch mit einem Wasserpfeil aufschießen können und dann. Na, das wäre auch möglich gewesen. Aber so ging es auch. So ging's auch. So, Kugel. Einmal hier ins Wasser. Okay, dafür muss ich das Wasser ablassen. Wie lasse ich das Wasser ab? Hier irgendeine Vorrichtung, um das Wasser wieder abzulassen? Das Ding leuchtet hier, ja. Ich meine, das können wir uns ja mal angucken. Ah, oder wir machen es anders. Ja, vielleicht funktioniert ja auch das. Oh, Moment, dann muss die Kugel... Ja doch, ich check schon. So, dann ist das der Deckel für die Kugel. Dann muss dieses Ding mit der Kugel da runter.
I see. Und jetzt geht da unten was auf. Und da habe ich jetzt was davon. Hä? Ach, das... Lol. Das bleibt eine Weile nur unten. Aber was bringt mir das, wenn das offen ist? Also hier ist der erste Schalter, aber wie löse ich den jetzt aus? Was muss ich da tun? Was muss ich da unten drunter dann mit Zylon machen? Wieso ist der eigentlich jetzt komplett aus? Hä, hallo? Ach so. Weil es natürlich mit meiner Energie zusammenhängt. Aber was kann ich jetzt da unten? Das muss doch irgendwas mit Zylons Fähigkeit eigentlich so gar zu tun haben, oder? Aber was kann ich jetzt hier? Ich kann hier nichts. Ich kann hier rumklettern. Ich kann hier gegendotzen. Lol. Ich bin gerade überfragt, was ich da jetzt machen soll. Ich meine, hier sind ja noch viele solcher Dinger, ne? So. Aber die Frage ist halt, ob die einfach so da sind oder ob die irgendeine richtige Bedeutung haben. Die Kugel? Die Kugel löst dieses Tor hier aus. Aber was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn dieses Tor ausgelöst ist? Was kann ich dann dahin? Also, hä? Was ist dadurch mein Ziel? Wait a moment. Das hier kann auch irgendwas. Was kann das? Okay, was bringt es mir, wenn dieses Ding oben ist? Weil dass ich es hochziehen kann, ist mir klar mit diesen Steinen. Ach!
Das lässt das Wasser ab. Ja, moin. Ja, Rätsel gelöst, würde ich sagen. Ja, lol, okay. Dann ist es ganz anders. Dann brauche ich einen Stein nur. Nein, den Stein brauche ich. Dann brauche ich einen Stein für dieses Ding hier. Dann fahre ich das hier hoch. Und dann habe ich jetzt sowohl das Wasser unten, als auch die Kugel, die da reinrollt und es aufmacht. Und das wiederum, dieses Wasserrad, drehe ich jetzt mit Sidon an. Verstanden. Ich dachte, die Schalter sind vielleicht verschlammt, aber ein Wasserrad, was man mit Sidon andreht, ergibt auch Sinn. Okay, komm her. Sidon? Sidon? Da oben ist er. Und ist so... Juckt mich nicht, was du da unten machen willst. Juckt mich nicht. Interessiert mich nicht. Mach deinen Scheiß alleine. So. Prima. Nummer 1. Läuft. Klasse. Gut gemacht. Nummer 1 läuft. Sehr gut. Gut. Ja, easy. So. Dann können wir ja weitergehen. Was ist da unten? Eine Truhe. Mit Saphir. Sehr schön. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö, jetzt muss ich einfach wieder hoch, oder was? Okay. Ah, ist wieder hoch. Ist ja hier zum Glück kein Problem. Oh, Bruder. Der geht auch interessant ab, der Kollege. Ja, auf den Kampf würde ich sagen, ne? Aber guck mal, die Blasen da sind immer noch, also die gehen ja nicht höher, die Blasen. Ich brauche die aber höher. Ich verstehe noch nicht ganz, wo es jetzt weitergeht. Auch die Blase geht nicht höher. Soll ich die irgendwie selber antreiben? So, keine Ahnung. Ich meine, ihr wisst, was ich machen kann. Ich kann immer den hier machen. Dann den hier. Und dann gucken, was passiert. Und dann feststellen, dass ich auch einfach so hier hoch kann. Hä? Ich kann einfach so hier hoch. Okay, dann gehen wir so hier hoch. Ach so, aber hier oben bringt es mir gar nichts. Aber wait, wofür ist dann hier unten die Blase? Also wo führt die mich denn normal hin? Die bringt mir dann ja überhaupt nichts. Hä? Wo soll die hinführen? Ah, wobei, die bringt mir schon was. Ich kann ja jetzt hier hin. Und kann damit hier hin. Und kann damit hier hin. Und kann damit darüber.
Das ist definitiv nicht der richtige Weg, aber das ist mir egal. Na, also ich meine, hä? Was hätte man jetzt hier unten tun sollen, dass es hier weitergeht? Da sind jetzt Gegner aufgetaucht und dann geht diese Blubberblase trotzdem nicht dahin, wo sie hin soll. Was weiß ich. So. Hier ist dann jedenfalls der nächste Schalter. Wahrscheinlich brauchen wir wieder eine Kugel. Bruder, der schießt Feuerpfeile. Das ist frech. Nice. Und das Wasser hat dann seinen übrigen Dienst getan. Okay, hier ist irgend so ein Block. Ah, hier kommen Blubberblasen raus, okay. Wo auch immer die jetzt hin zeigen sollen. Ach, die fahren dann da durch. Und was soll mir das nützen? Was ist mit dem Ding? Ah, das Ding kann ich nutzen, okay. Wofür auch immer. Okay, das hat viel gebracht. Wo denn? Aber nicht hier oben, oder? Nee. Ach, der Schleim, lol. Okay, bevor der mich nochmal irritiert. So. Du irritierst mich nicht mehr. So, okay. Aber das hier ist ex. Also, das ist ein Einzelding. Ich komme hier nicht von irgendwo anders dahin. Ne? Ich glaube, das da drüben ist ein extra Rätsel. Das hat dem hier nichts zu tun. Oh, guck mal, da ist so ein Feuerschleim. Auch weird. Aber ich bin halt trotzdem jetzt echt überfragt, was ich hier tun soll. Ah, ich sehe gerade was. Das ist offen. An manchen Stellen. Da ist Schleim drin. Okay, da ist Schleim drin. Nein! Oh mein Gott. Okay, das sollte reichen. Aber wie komme ich denn jetzt da rein? Also...
Jetzt ist da noch ein jetzt ist da noch so ein Ding zum Treffen, aber wie soll ich denn. Ach, natürlich, ich bin dumm. Ich bin dumm. Das war ja sehr viel einfacher, als ich dachte. Das war ja viel einfacher, als ich dachte. Okay. Sidon. Wasser! Super. Ah, ich hab mein Wasser noch. Sehr gut. Sehr schön. Nummer 2. Toll, Link! Nun müssen... So. Die Viecher können jetzt auch mal ausgehen. Die kostet mich nur Batterie. So. Aber meine Pfeile hätte ich gern wieder. Ah. Gut, dass wir hier nochmal hin sind. Sehr gut. Wichtig und richtig. Okay. Damit haben wir den zweiten ausgelöst. Damit dürfte jetzt in der Mitte noch mehr Action sein. Ah ne, die eine Action ist weg. Dafür ist jetzt er da. Auch interessant. Also die anderen hauen dann wieder ab, wenn man mit denen nichts macht. Gut, aber ich mache auch jetzt mit denen nichts. Wir gehen einfach weiter. Ich check halt noch nicht so ganz. Ach, die Blase kommt von oben runter. Ja, okay. Die Blase checke ich dann schon. Die Blase ist dann ja klar, wie die mir hilft. Aber die anderen habe ich nicht gecheckt. Aber das ist ja auch egal. Ich bin hier oben. Was will ich die anderen checken? So, juckt. Juckt einfach. Gut, hier ist direkt das Tor. Also müssen wir rausfinden, wie das Tor aufgeht. Sieht aus, wie wenn da irgendwie so Strom durchfließen muss. Die erste Frage wäre jetzt aber auch erstmal, ist hier irgendwo... Gibt es hier Gegner oder kann ich mich hier einfach umgucken und habe meine Ruhe? Das sieht aktuell sehr ruhig aus. Okay, cool. So, was hilft mir jetzt, wenn ich. Was hilft mir jetzt, wenn sich dieses Ding drehen kann? Da ist vielleicht noch eine Truhe oder sowas in der Luft. Aber es sieht aktuell nicht danach aus, ne? Nee. Okay, keine Truhe. Gut. So, der macht jetzt Strom. Strom wird von dem Wasser geleitet. Und das macht das Tor auf.
Ja, brutal easy. Brutal easy. Das war nicht so gut. Überlass das Spiel! Sehr schön. Nummer 3. Ich sag doch, das Ding ist super kurz. Also das kam mir schon voll kurz vor. So, wo ist jetzt eigentlich der letzte? Ach, hier unten. Ah, ich verstehe. Dafür müssen wir da runterkommen. Okay. Dafür müssen wir irgendeinen Weg finden, nach unten zu kommen. Was ist jetzt hier in der Mitte noch immer noch der? Okay. Gut, aber wie komme ich jetzt nach unten? Also richtig nach unten, nicht nur so ein bisschen. Ich meine, ich kann mich einfach fallen lassen, theoretisch. Ne? Ja, hier ist ja, hier geht's rein. Ach, hier wäre auch eine Treppe gewesen. Oh, die habe ich nicht gesehen, macht nichts. Let's go! Sidon? Dein Wasser hilft nicht gegen Feuer. Ergibt aber auch Sinn, weil das kommt da oben raus. Also, ist natürlich jetzt Quatsch gewesen, dass das so funktionieren könnte. Die Frage ist... Dann aber, wie komme ich da rein? Oder kommt man da vielleicht eher wieder raus? Und es ist ein Trugschluss zu glauben, dass ich da reinkomme. Ich meine, hier bin ich doch reingelaufen, ne? Ja. Hier ist nicht irgendwie außen so ein Weg plötzlich. Nee, das ist Quatsch. Kann ich das Ding mitnehmen? Aber das ist auch Quatsch. Was soll es denn bringen, da so eine Wasserkugel reinzusetzen? Da müsste irgendwas... Irgendeine Fläche rein, so... Keine Ahnung. Da sieht nix. Ich bin ein bisschen irritiert. Aber das ist also auf jeden Fall, denke ich, der Eingang. Oder gibt es noch einen anderen Eingang? Guck mal hier, ne? Das ist der Eingang. Nee, das passt schon. Das ist der einzige Eingang, den es gibt. Ha. Daro, roll mal durch. Oh, warte mal. Ach, da ist ein Schalter. Okay. Da ist ein Schalter. Aber was soll ich auf den Schalter? Also...
irgendwie das Gefühl, dass man da trotzdem andersrum reinkommt. Aber es sieht nicht so aus. Ich glaube, jetzt verlasse ich den Tempel. Ah, ich glaube, wenn ich so... Nee, von den Seiten gibt's nichts. Nee, und das da unten ist nicht... Das da unten ist nicht der Tempel. Ja. Aber warte mal. Das ist ein bisschen eine komische Vorrichtung. Was ist denn das hier? Wait a moment. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, ob das der gedachte Weg war. Aber es funktioniert. Also. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme bei TOTK. Du weißt nicht mehr, wann es richtig ist, was du tust. Also gedacht ist, was du tust. Wann es gedacht ist, was du tust. Und wann du das Spiel austrickst. Das finde ich echt ein bisschen schade. Das ist nicht so gut. Ach komm, egal. Das finde ich echt ein bisschen schade, weil... Ja, wie ich es halt gerade gesagt habe, man weiß halt nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Aber das ist halt der offene Spielstil, also am Ende ist es halt einfach so. Ich wüsste jetzt auch nicht, also hätte es hier einen anderen Weg reingegeben oder war das der Weg, dass man da unten runter musste, um rauszukriegen, hey? Okay, cool. Oder hätte ich den... Okay, ich hätte vielleicht den in der Ecke sehen können und dann den darüber lotsen. Wäre das denkbar gewesen? Ich habe keine Ahnung. So, und wo sollte die Kugel jetzt... Ah. Nee. Ach, hier muss die Kugel rein. Okay, alles klar. Du hast es gleich. Du hast es gleich. Yes. Und so bleibst du jetzt einfach kurz ein paar Sekunden. Okay, cool. Und wir haben's. Unfassbar. Unfassbar. Wir haben es. Unfassbar. Ey, das war der kürzeste Tempel überhaupt. Also der Windtempel war ja schon verhältnismäßig kurz. Okay, eigentlich wäre der Feuertempel auch kurz gewesen, wenn ich mich nicht brutal hätte ablenken lassen ständig und nicht immer den richtigen Weg gehen wollte. Ja, das war's. Das heißt, nächstes Mal Boss. Oder jetzt noch Boss? Nee, jetzt nicht mehr Boss. Nächstes Mal Boss und dann geht's schon Richtung Gerudo. Beziehungsweise natürlich mit ein paar Ablenkungen. Vielleicht machen wir Abstecher nach Hateno. Hateno scheint schon wichtig zu sein. Ich glaube, wir machen nächstes Mal noch Abstecher nach Hateno. Das erscheint mir sinnvoll. Ich weiß es nicht. Okay, danke fürs Zuschauen. Ich schließe aber auch die Aufnahme ab. Es ist immer noch der 30. Juli. Keine Ahnung, mittlerweile ist wahrscheinlich schon Sommerferien vorbei. Nee, ich weiß es nicht. Und tschüss.